Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem kleinen Ausflug zur ehemaligen Eichsfelder Kanonenbahn und dem Ort Lengenfeld unterm Stein. Die kleine Eichsfeld-Gemeinde liegt etwas abseits der Hauptstraßen, ungefähr 18 Kilometer westlich von Mühlhausen in Thüringen. Wie man hierher gelangt, zeigt diese Karte. Warum aber sollte man nach Lengenfeld unterm Stein wollen? Meine Antwort: Seit einigen Jahren wird auf einem Teilstück der ehemaligen Eisenbahnstrecke zwischen Leinefelde und Eschwege, wie wiederum ein Teilstück der ehemaligen Kanonenbahn zwischen Berlin und dem heute französischen Metz ist, eine Draisinenstrecke betrieben. Aber eins nach dem anderen. Warum heißt die Kanonenbahn Kanonenbahn? Kanonenbahn ist die volkstümliche Bezeichnung für die strategische, also für militärische Zwecke, Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Eisenbahnlinie Berlin-Koblenz-Trier-Metz. Das Teilstück zwischen Leinefelde und Eschwege, welches auch Eichsfelder Kanonenbahn genannt wird, wurde zwischen 1875 und 1880 gebaut und am 15. Mai 1880 feierlich in Betrieb genommen. Zwischen 1906 und 1907 wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut. Das zweite Gleis musste aber als Forderung aus dem Versailler Vertrag 1919-20 wieder entfernt werden. Ab 1946 wurde die Bahnlinie aufgrund des Verlaufes der Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch von Leinefelde bis Geismar befahren. 1972 erfolgte die Einstellung des Dampflokbetriebes. Am 31. Dezember 1992 befuhr der letzte Zug die Strecke, die am 1. Januar 1993 offiziell stillgelegt wurde. Kommen wir nun zum Ort Lengenfeld unterm Stein oder kurz auch Lengenfeld-Stein genannt. Eingebettet in das Tal des Flüsschens Frieda gehört der Ort zum katholischen Obereichsfeld. Der Name bedeutet langes Feld unter der Burg Stein. Die erste urkundliche Erwähnung als Stadt zum Stein geht auf das Jahr 897 zurück. 1150 wurde die Burg zum Stein, die ab 1409 Bischofstein genannt wurde, auf dem Schlossberg im Nordwesten der damaligen Stadt errichtet. Im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 wurde die Burg vollständig und die Stadt zum großen Teil zerstört. Bis 1802 gehörte Lengenfeld zum Kurfürstentum Mainz, kam danach zum Königreich Preußen, war von 1807 bis 1815 Teil des Königreiches Westfalen und fiel danach wieder zurück an Preußen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Ort in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR am Westrand des Bezirkes Erfurt. Durch die Grenznähe, Lengenfeld lag im Grenzgebiet zur BRD, fristete der Ort über 40 Jahre ein recht ruhiges Dasein. Für einen Großteil der ehemaligen DDR-Bevölkerung war die Einreise in die etwa 5 Kilometer breite Sperrzone entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze verboten. Seit 1990 gehört Lengenfeld-Stein zum Bundesland Thüringen und seit Dezember 2011 zusammen mit Diedorf, Faulungen, Heierode, Hildebrandshausen, Katharinenberg, Schirschwende und Wendehausen zur Landgemeinde Südeichsfeld. Soweit zum Ort Lengenfeld-Stein und dessen Geschichte. Wenden wir uns nun den Draisinen und der Fahrstrecke zu. Da wäre erst einmal der Begriff Draisine zu klären. Als Draisinen bezeichnet man auf der Schiene fahrende und durch Muskel- oder Motorkraft betriebene Hilfsfahrzeuge. Es gibt sie schon so lange, wie es die Eisenbahn gibt. Natürlich benötigt man für die Fahrt mit der Draisine eine Fahrkarte. Diese erwirbt man in einem rekonstruierten Postwagen aus dem Jahre 1911. Er steht neben dem alten Bahnhofsgebäude von Lengenfeld und trug, wie bei der Bahn üblich, eine Nummer. Sie lautete PW Posti 11. In ihm entstand, nach 18 Monaten intensiver Restaurierungs- und Umbauarbeiten, die den Einbau einer Tür und lichtdurchlässiger Oberlichter sowie das Anlegen eines neuen Gleisbettes einschlossen, eine Fahrkartenausgabe nach historischem Vorbild. Zum Vergleich ein Foto des Fahrkartenschalters vom Bahnhof Köhlstedt aus dem Jahre 1935.
Sogar ein originalgetreuer Drehteller für das Geld wurde eingebaut. Im hinteren Teil des ehemaligen Postwaggons wurde eine Abteilwand entfernt. Hier kann man sich über weitere Sehenswürdigkeiten der Region und über die Geschichte der Kanonenbahn informieren. Wir kommen zum Bahnhof von Lengenfeld unterm Stein, der seine eigene Geschichte hat, die hier ebenfalls erzählt werden soll. Dieses Bild von 2014 zeigt die Gebäudeanordnung von der Fahrkartenausgabe über den Paketschuppen, das Bahnhofsgebäude bis hin zum Bahnsteig. Lengenfeld hatte nicht von Anfang an dieses schöne alte Bahnhofsgebäude. Im Gegenteil. Von 1880 bis 1888 war aufgrund der rein militärischen Nutzung der Kanonenbahn für Lengenfeld überhaupt kein Haltepunkt vorgesehen. Ab 1888 übernahm das Bahnwärterhäuschen, auf das ich später noch eingehe, die Funktion eines Notbahnhofes. Heute sind im Bahnhofsinneren etliche Gegenstände vergangener Jahre zu sehen, wie die alte Streckenleuchte oder der alte Bahntelegraph. Im Ausschank der Kanonenbahngaststätte gibt es das berühmte Viaduktusbier und die Hände wäscht man sich auf dem Bahnsteig in einem alten, bahnhofstypischen Waschbecken. Aber wieder zurück zur Bahnhofsgeschichte. Erst 26 Jahre nach Inbetriebnahme der Strecke, im Jahre 1906, begann der Bau des Lengenfelder Bahnhofs. Er wurde 1908 fertiggestellt. Das Foto, das um 1900 entstand, zeigt noch das spätere Bahnwärterhäuschen als Notbahnhof. Darunter eingeblendet ist der Gleisplan des zukünftigen Bahnhofes aus dem Jahre 1959. Der Bahnhof von Lengenfeldstein war ein Bahnhof vierter Klasse, liegt bei Streckenkilometer 31,35 und hatte anfangs mehrere Gleise zur Güterabfertigung. Diese wurden nach der Einstellung des Güterverkehrs zwischen Dingelstädt und Geismar im Jahre 1969 demontiert. Die am Bahnhof heute noch existierenden Gleise sind die letzten der ursprünglichen Strecke mit dem typischen preußischen Gleisprofil. Nach der Stilllegung der Strecke war lange ungewiss, was mit dem Bahnhofsgebäude und der gesamten, damals noch der Bahn gehörenden Immobilie geschehen sollte. Der 2002 gegründete Kanonenbahnverein und die Gemeinde kauften Bahnhof und Gelände im Jahre 2008 und sanierten 2013 mit Hilfe von Fördermitteln der EU und des Bundes das Gebäude. Heute ist in den ehemaligen Diensträumen sowie in den Warteräumen eine zur Kanonenbahn gehörende Gaststätte untergebracht, am Bahnsteig sind Sitzgelegenheiten aufgestellt und auf dem Gleis stehen die Draisinen zur Abfahrt bereit. Auf geht's nun zu einer Fahrt mit der elektrischen Variante einer Draisine. Wir verlassen den Lengenfelder Bahnhof und fahren von Gleis 2 über eine Weiche auf die Hauptstrecke. Abgesehen vom für die Kamera nicht so angenehmen Ruckeln ist es sehr bequem. Die zwei Waggons bieten Platz für etwa 30 bis 40 Personen. Die Elektro-Draisinen sind relativ wetterfest, in der Mitte sind Tische, es gibt Erklärungen vom Draisinenbegleiter sowie das schon erwähnte Viaduktusbier oder ein Streckenläuferschnäpschen gegen einen geringen Obolus. Elektro-Draisinen sind ideal für kleine Betriebsausflüge oder für den etwas anderen Vereinsausflug. Unsere Fahrt führt uns zum alten Bahnwärterhäuschen über das Lengenfelder Viadukt nach Schloss Bischofstein und durch den Entenbergtunnel. Dabei gibt es natürlich einige Informationen zur Strecke, zu historischen Ereignissen und zu den Haltepunkten. Wie schon gesagt, ist unser erster Halt das Bahnwärterhäuschen kurz vor der Überfahrt über das Viadukt. Am 1. Mai 1888 nahm es als Notbahnhof seinen Dienst auf. Nach der Fertigstellung des neuen Bahnhofes war es bis 1987 Bahnwärterhaus. Bis 1995 nutzten es dann Pächter als Gartengerätehaus. Im September 2009 übernahm eine Anwohnergemeinschaft das Haus und rekonstruierte es. Ein Jahr später wurde es dann feierlich übergeben. Das Lengenfelder Bahnwärterhäuschen ist heute ein Kleinod, das vom Fleiße vieler Mitgestalter zeugt und eine schöne historische Ergänzung zur gesamten Kanonenbahnstrecke darstellt. Und weiter geht die Draisinenreise bis zur Auffahrt auf das Lengenfelder Viadukt. Dieses beeindruckende Bauwerk deutscher Ingenieurskunst prägt seit seinem Bau in den Jahren 1877 bis 79 das Bild der Gemeinde Lengenfeld unterm Stein. Man kann sogar sagen, dass diese Eisenbahnbrücke zum Wahrzeichen der kleinen Eichsfeldgemeinde geworden ist, sie bekannt gemacht hat.
Lengenfeld unterm Stein und sein Viadukt ist auf unzähligen Postkarten und Bildern verewigt, ist aus so gut wie jedem Winkel dargestellt worden, aber es fasziniert seine Betrachter immer wieder neu. In einem weiten Bogen, dessen Radius 400 Meter beträgt, überspannt diese Brücke das Tal der Frieda und den Ort. Das Betreten und Befahren des Viadukts außer mit den Draisinen ist verboten. Die einzige Ausnahme ist der Kanonenbahnlauf. Die hier eingeblendete Zeichnung stammt aus den Planungsunterlagen zum Brückenbau bei Lengenfeld aus dem Jahre 1875. Die Pfeiler mit den Widerlagern bestehen aus Bruchsteinmauerwerk mit Sandsteinverblendung. Diese Bilder zeigen die Bauphasen der Brücke in den Jahren 1877 und 1878. Nach 80 Jahren, 1957 und 58, erfolgte wegen Verwitterung und Rissbildung eine umfassende Sanierung und Instandsetzung der Pfeiler und Widerlager. Die eigentlichen Brückenelemente bestehen aus 6 zweigleisigen Fischbauchträgern, die aus Schweißeisen gefertigt sind, und 2 Kastenträgern, die ursprünglich auch aus Schweißstahl bestanden, aber 1907 und 1913 durch ST37 Baustahlträger ersetzt wurden. Die Hauptträger sind durch Querverbände und Querträger verbunden. Auf den Längsträgern liegen Eichenbalken, auf denen die Schienen ruhen. Das Lengenfelder Viadukt befindet sich zwischen Streckenkilometer 30,6 und 30,83, ist 273 Meter lang, rund 24 Meter hoch und im Bereich der Fischbauchträger inklusive Gehweg 8,60 Meter breit. Der Abstand der Stützpfeiler bei den Fischbauchträgern beträgt 32,20 Meter, bei den Kastenträgern 17 Meter. Die Fischbauchträger haben in der Trägermitte eine Konstruktionshöhe von 4,53 Meter und einen Hauptträgerabstand von 5,50 Meter. Die Konstruktionshöhe bei den Kastenträgern beträgt 2,50 Meter, der Hauptträgerabstand 2,70 Meter, die lichte Höhe Gelände Konstruktionsunterkante 18,50 Meter. Das waren wieder jede Menge Zahlen, die sich eigentlich nur Eisenbahn- und Brückenfans merken, die aber zu einem solchen Bauwerk dazugehören. Zu den anderen Brücken und auch zu den Tunneln auf dieser Strecke komme ich später noch zurück. Beim Betrieb einer Eisenbahnstrecke bleiben Störungen und leider auch Unfälle meist nicht aus. Die Eichsfelder Kanonenbahn blieb davon auch nicht verschont. Oft waren dies Störungen durch die Witterung oder durch die Geländebeschaffenheit und das Klima. Aber auch technisches und menschliches Versagen waren in einigen Fällen die Ursache. Die wichtigsten Ereignisse dieser Strecke hier in Kurzform. 4. März 1886, Behinderungen durch Schneeverwehungen. 19. bis 21. Dezember 1886, ein zweitägiger Schneesturm bringt den Eisenbahnverkehr in Westthüringen und in Hessen fast vollständig zum Erliegen. 3. April 1911, 4 Waggons eines Güterzuges rollen herrenlos von Geismar bis zum Bahnhof Schwepda. 16. Januar 1918, Wassereinbruch im Kühlstädter Tunnel. 21. Juli 1929, Tunneleinsturz bei Schwepda. 4. September 1937, Zugentgleisung im Rottenbachtal zwischen Haltepunkt Felder und Haltepunkt Großbartler. Auf die Ereignisse um den 7. Juni 1941 bei Lengenfeld komme ich gleich ausführlich zu sprechen. 10. November 1945, Zugzusammenstoß beim Bahnhof Kühlstedt. 28. August 1974, Geisterzug zwischen Großbartlock und Lengenfeld. Mai 1979, abgestellte Güterwaggons am Bahnhof Lengenfeld rollen herrenlos in Richtung Geismar und werden von einem Prellbock gestopft. 2. November 1988, Entgleisung einer Diesellok wegen umgestürzter Bäume zwischen dem Tunnel Kühlstedt und dem Haltepunkt Effelder. Kommen wir zum 7. Juni 1941. Kurz vor der Unterführung der Straße von Lengenfeld nach Effelder entgleiste gegen 15.05 Uhr der Personenzug 1336. Dabei stürzte die Lok die Böschung hinab und blieb auf der Seite liegen. Tender und Waggons wurden aus den Schienen gehoben, blieben aber auf der Böschung stehen. Auf dieser Aufnahme ist die Unfallstelle mit einem gelben Pfeil markiert. Einige Reisende und Bahnmitarbeiter wurden bei dem Unfall verletzt. Ursache der Entgleisung waren Steine auf den Schienen. Diese wurden von Internatsschülern aus Schloss Bischofstein als eine Art Mutprobe dort abgelegt. An derartige Folgen dachte dabei wohl keiner. Die Beteiligten bekamen eine Strafanzeige und sicher auch den Hosenboden gehörig stramm gezogen.
Dieses Ereignis war für Lengenfeld-Stein schon eine kleine Sensation, die nun noch vom Einsatz eines schweren Eisenbahnkranes, der die Lok aufrichtete und wieder auf die Schienen stellte, übertroffen wurde. Dank eines emsigen Fotografen unter den vielen Schaulustigen sind die einzelnen Etappen der Bergung für die Nachwelt erhalten geblieben. Um das Thema Unfälle abzuschließen und bevor unsere Fahrt weitergeht, hier noch eine Aufnahme der Zugentgleisung im Rottenbachtal zwischen dem Haltepunkt Großbartloff und dem Haltepunkt Felder vom 4. September 1937. Wir fahren gen Westen Richtung Sonnenuntergang bis zum nächsten Haltepunkt am Schloss Bischofstein. Auch oder gerade hier gibt es einiges an Geschichtlichem zu berichten. Das Schloss liegt nordwestlich von Lengenfeldstein am Fuße des Schlossberges. Auf diesem 402 Meter hohen Berg stand einst die Burg Bischofstein. Für den Bau des Schlosses verwendeten die Bauherren die noch vorhandenen Materialien der ehemaligen Burg. Diese Zeichnung aus dem Jahre 1747 soll als Hintergrund für die historischen Daten zum Schloss dienen. 1150. Die Burg zum Stein wird auf dem Schlossberg erbaut. 1409. Umbenennung in Burg Bischofstein. 1420. Letzte urkundliche Erwähnung von Burg und Stadt zum Stein. 1680 bis 1648. Im Dreißigjährigen Krieg wird Burg und Stadt zerstört. 1747. Bau von Schloss Bischofstein am Fuße des Schlossberges. Das Schloss ist Sommerresidenz der Mainzer Kurfürsten. Eigentümer ist der Mainzer Erzbischof, sprich die katholische Kirche. 1802. Das Schloss wird durch Säkularisation preußisches Staatseigentum. Von 1908 bis 1945 ist das Schloss Internatsschule und Landeserziehungsheim. Von 1945 bis 1989 ist Bischofstein ein FDGB-Erholungsheim und eine Gewerkschaftsschule. Seit 2008 befindet sich hier eins der schönsten Altenpflegeheime des Unstrut-Hainich-Kreises. Als 1950 diese Aufnahmen von Schloss Bischofstein gemacht wurden, lagen Schloss und Ort durch die Grenznähe in einem staatlich verordneten Dornröschenschlaf, der bis 1989 anhielt. Ein heutiger Blick auf das Schloss und den Schlosshof zeigen, dass auch 25 Jahre nach der Wende noch nicht alles so ist, wie es sein sollte. Das wohl größte Problem ist wie überall der akute Geldmangel. Aber zurück zur Draisine und zum letzten Stück unserer Fahrt. Diese führt uns in die zunehmende Dunkelheit des Septemberabends und zum Draisinen-Rastplatz am Entenbergtunnel. Dort können die Ritter der pedalbetriebenen Draisinen eine Rast einlegen und bei einem zünftigen Picknick die müden Beine für die nächste Etappe erholen. Vor der Tunneldurchfahrt legen auch wir hier noch einen Zwischenstopp ein. Da dieser Platz auch gern für sommerliche Grillfeste genutzt wird, ist zu den Sitzgelegenheiten auch eine sichere Möglichkeit für offene Feuer geschaffen worden. Natürlich wird der Grillplatz auch sonst gern angefahren und genutzt. Nun ist es endgültig so dunkel, dass ein weiteres Filmen nicht möglich ist. Während unserer letzten Etappe, die uns durch den Entenbergtunnel führt, werde ich deshalb einiges zu den Tunneln und Brücken der Eichsfelder Kanonenbahn sagen und diese vorstellen. Zuerst wenden wir uns den Tunneln und da dem Entenbergtunnel zu. Aufnahmen aus den Jahren 1912, 2011 und 2014 zeigen die Einfahrt in den Tunnel im Abstand von etwa 100 Jahren. 1878 wurde der Entenbergtunnel gebaut. Er hat eine Länge von 288 Metern und liegt zwischen Streckenkilometer 27,931 und 28,219. Ursprünglich nur 281 Meter lang, wurde der Tunnel 1915 um 7 Meter verlängert. Die mittlere Höhenlage des Entenbergtunnels beträgt 303 Meter über Normalnull.
Der nächste Tunnel der 3-7-Strecke ist der Heiligenbergtunnel. Die Fotos zeigen ihn in den 1990er Jahren vor und nach der Streckenstilllegung. Er wurde 1878-79 gebaut, hat eine Länge von 195 Metern und einen Kurvenradius von 400 Metern. Der Heiligenbergtunnel liegt bei einer mittleren Höhenlage von 329 Meter über Normalnull und hat ein Gefälle von 1 zu 96. Der Mühlenberg-2-Tunnel wurde ebenfalls 1878-79 gebaut. Er ist 343 Meter lang und die Radien der S-Kurve in der Tunnelröhre betragen 2x400 Meter. Die mittlere Höhenlage beträgt 342 Meter über Normalnull und das Gefälle 1 zu 103. Der zweite Tunnel durch den Mühlenberg ist der Mühlenberg-1-Tunnel. Sein Baujahr ist 1879 und seine Länge beträgt 155 Meter. Er befindet sich in einer mittleren Höhenlage von 350,5 Metern und hat ein Gefälle von 1 zu 105. Nach mehreren Wassereinbrüchen wurde in den 1930er Jahren das Tunnelgewölbe des Mühlenberg-1-Tunnels erneuert. Das schönste Portal auf der Strecke hat zweifellos der Kühlstädter Tunnel. Die beiden angedeuteten Türme und die Zinnen erwecken den Eindruck, ein altes Kastell zu betreten bzw. zu befahren. Vielen Fotografen diente dieses Portal schon als Motiv. Die hier zu sehenden Aufnahmen aus den Jahren 1912, 1947, 1995, 2000, 2010 und 2011 sind nur einige davon. Mit seinen 1529 Metern ist er der längste Tunnel der Eichsfelder Kanonenbahn, der zweitlängste Eisenbahntunnel Thürings und der ehemaligen Reichsbahn. Außerdem war er zu seiner Bauzeit der drittlängste Eisenbahntunnel des Deutschen Reiches. Durch den Kühlstädter Tunnel, der zwischen 1875 und 1878 erbaut wurde, führen zwei S-Kurven mit den Radien 400 Meter und 780 Meter. Erbaut wurde er bei einer mittleren Höhenlage von 384,5 Meter mit einem Gefälle von 1 zu 112. Wo es Berge gibt, durch die Tunnel führen, gibt es auch Täler, die von Brücken überspannt werden. So ist es auch bei der Eichsfelder Kanonenbahn. Das Längenfelder Viadukt habe ich ja schon ausführlich beschrieben. Zwei weitere Brücken der Eichsfelder Kanonenbahn stehen nun noch im Fokus meiner Betrachtungen. Die eine ist die damals 77.990 Reichsmark teure Gießebrücke zwischen Büttstedt und Kühlstedt. Diese überspannt bei Streckenkilometer 18,5 das Flüsschen Gieße und seit 1905 auch die Landstraße zwischen Büttstedt und Kühlstedt. Gebaut wurde sie im Jahre 1878 als steinernes Viadukt mit einer Länge von 39,10 Meter und einer Höhe von 17,50 Meter. Die beiden äußeren Bögen haben eine Spannweite von 9 Metern, der mittlere misst 11 Meter. Unsinnigerweise wurde die alte Brücke am 6. April 1945 von der deutschen Wehrmacht gesprengt. Bereits im Juli 1945 begann der Wiederaufbau und am 31. Dezember 1945 konnte sie als Notbrücke wieder in Betrieb genommen werden. Die neue Brücke ist eine Balkenbrücke aus Beton. Sie wurde 1982 letztmalig grundlegend saniert. Die zweite Brücke ist die Unstruttbrücke bei Kepperhausen. Sie stellt in diesem Film das letzte mit Zahlen behaftete Objekt dar. Erst im Jahre 1880 erbaut, ist sie eines der letzten fertiggestellten Bauwerke der Eichsfelder Kanonenbahn, die ja im selben Jahr eröffnet wurde. Die hier gezeigten Aufnahmen der Unstruttbrücke, die mit einer Länge von 53 Metern und in einer Höhe von 26 Metern Fluss und Straße überspannt, stammen aus der Mitte der 1950er Jahre. Sie ist eine typische Bogenbrücke, deren drei Bögen jeweils eine Spannweite von 13 Meter haben. Als Baumaterial diente Stein. Wir sind am Ende unserer abendlichen 3-7-Fahrt angekommen. Leider ist ein Weiterfahren heute nicht mehr möglich. Für mich ein Grund, noch einmal hierher zu kommen und eine 3-7-Fahrt über die gesamte Strecke bei Tageslicht zu erleben. Informationen zu allen die Erlebnis-3-7 betreffenden Fragen wie Öffnungszeiten, Kosten, Anmeldungen, Sonderfahrten oder Feiern erfahren Sie jederzeit unter www.erlebnis-3-7.de. Ich hoffe, dass Ihnen dieser filmische Ausflug ins Südeichsfeld gefallen hat und Sie sich bei einer 3-7-Fahrt selbst einmal ein Bild von dieser schönen Gegend machen werden.